Moin Moin und Hallo, mein Name ist Huber und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Mudrunner. Wir begeben uns wieder auf die Map The Forestry und ja, ich bin immer noch dabei, das Rätsel um die Brücke zu lösen und habe in der letzten Folge dann den ersten Anhaltspunkt gefunden, den ich mir vorstellen könnte, dass der ein Lösungsansatz wäre. Dafür gehe ich nochmal eben nicht ins Menü, sondern auf die Map. Das ist schon komisch hier mit der Garage, dass das immer eine Verzögerung auslöst. So, wir sind an der Garage. Ich hatte dort mich hinbegeben, um einen Kran auszurüsten, weil ich würde ganz gerne nochmal hier runterfahren. Denn hier war die Baustelle, wo diese Platten gelegen haben. Und wollte gerne diese Platten hier oben hinbringen, um die Garage, beziehungsweise um die Brücke zur Garage zu reparieren. Das Doofe ist, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, dass ich diesen Wagen zwar, genau, mit diesem Log Carrier ausrüsten kann, aber die Platten dann hier drauf zu transportieren, das stelle ich mir nicht ganz so einfach vor. Das wäre eigentlich besser, wenn man die Möglichkeit hätte, mit dem C6317 das Ganze zu machen, weil da würde ich sagen, könnte man diese Platten rauflegen und man hat auch gleich den Greifarm so hinten dran. Damit wäre ich viel flexibler, aber das kann ich leider mit dem Truck an der Garage so nicht machen. Das ärgert mich ein bisschen und den habe ich jetzt hier ja nun sehr weit von der Garage weggebracht, also von der anderen Garage. Das wäre ein ganzes Stück, das ich da zurücklegen müsste. Ich könnte dabei die Map erkunden, also die Stellen, die ich sozusagen noch nicht durchfahren habe. Aber da wäre ich ziemlich lange unterwegs. Ich könnte vielleicht auch nochmal einfach mit dem 538 diese Aktion machen. Das heißt, mit dem hier hochfahren, einen Greifarm ausrüsten. Ja, ich werde das mal machen. Ich werde das mal mit dem 538 machen. Dann kriegt der auch mal was zu tun. So, der hat allerdings nicht mehr wirklich viel Benzin. Wo war denn die Tankstelle da unten? Ach, das ist doch auch Mist. Das ist doch auch keine Lösung. Der hat noch nicht mal, ist noch nicht mal halb voll und hat nur Reparaturpunkte mit. Ah, das macht nicht wirklich viel Sinn. Das ist doch alles Mist. Okay, was tun wir? Wie viel Benzin hat denn der 6317 noch? Der ist knapp halb voll. Der hat kein Benzin. Tja, das sieht so aus, als ist das ein etwas langwieriges, als wäre das ein etwas langwierigeres Unterfangen. Aber da habe ich mich auf dieser Map mittlerweile schon drauf eingestellt. Das ist eigentlich ziemlich geschickt gemacht, dass man hier doch erstmal ein bisschen was zu tun hat, bevor man sich mit der eigentlichen Aufgabe beschäftigen kann, nämlich dem Liefern von Holz. Okay, ich mache da vielleicht eine Kombi-Aktion draus. Fahre mit dem einfach hier nochmal runter Richtung Holz. Hier sind dreimal Medium Logs, viermal Short Logs. Hab das so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, was passt hier denn rauf? Passen da 4 Punkte rauf? Nee, ich glaube, da passen 3 Punkte rauf. Kann man das irgendwie erkennen? Wenn ich darüber gehe, can carry short logs. Okay, und wir haben hier unten Short Logs. Und hier haben wir einen Refueler.
Hier haben wir eine Lumber Mill und da liegen die Platten. Da ist allerdings ein Blockpost, der dann geschlossen sein wird. Müsste ich also hier oben lang. Okay, das sieht nach einer etwas heftigeren Unternehmung aus, aber ich habe mich jetzt mal Ach hier, guck mal, da ist auch noch ein Refueler. Aber stimmt, der war kaputt. Ja. Okay, wir machen das mal. Ich werde mit dem mal losfahren. Und wir fahren hier runter. Ich fahre erstmal hier bis zu dieser Ecke. Ja, da muss ich wahrscheinlich schon diesen langen Weg rundherum nehmen, aber wir fahren jetzt erstmal los. Okay. Auf geht's. Vielleicht mal in den 1 Plus. Hier rechts rum. Bums. Ich bin noch nicht so richtig drin im Spiel. So, Allrad machen wir mal aus. Ich glaube, ich gehe mal hier in die Automatik. Dann fahren wir erstmal über die Brücke. So, hier nicht zu übermütig werden. So richtig bin ich noch nicht im Flow. Aha, hier kommen wir wieder an den Ort des Schreckens, wo ich die doppelte Rettungsaktion hatte. So, wir haben noch 150 Liter Benzin, das ist alles im Lot. Und hier müssen wir jetzt links. Allrad an, Automatik raus, Differential an und dann vielleicht in den Plus 1. Na, erstmal ein bisschen Schwung holen. Beziehungsweise erst nochmal gucken. Haben wir uns jetzt noch genug Wegpunkte gesetzt? Nee, hier haben wir uns keine mehr gesetzt. Gucke ich nochmal eben auf die Map. Ja, wir müssen hier schon den langen Weg runtergehen. Das heißt, ich würde vielleicht erstmal bis hierhin fahren. Also hierhin, 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 hierhin. Und wenn ich dann an dieser Kreuzung ankomme, dann werde ich mal mit dem Refueler hinfahren. Und tanken. Da kann ich nämlich schon mal 3 Punkte Holz auch liefern. Okay, hier werde ich mal nicht in den 1 Plus gehen, sondern schön gemütlich langfahren. Da vorne kommt auch noch eine Brücke. So, das sieht doch aber hier alles ganz entspannt aus. Mal in den Plus 1 jetzt wieder.
Mit dem muss man immer aufpassen, dass man, wenn man eingelenkt hat, auch wieder frühzeitig zurücklenkt. Sonst nimmt er die Kurven zu spät. So, komm, bleib im Plus 1. Jawohl. Differential mal dazu nehmen, dann geht es auch ein bisschen einfacher. So, ich habe immer noch 124 Liter Benzin. Kommen auf jeden Fall ganz gut voran hier. So, bin ich jetzt schon an der... Nee, ein Stückchen muss ich noch. Ich glaube, bis hierhin hatte ich eingestellt. Ja. Ich habe allerdings auch noch 115 Liter. Ich glaube, da werde ich erstmal zum Scavenge-Punkt fahren. Ja, das machen wir ruhig. Das heißt, hierhin, hierhin, hier runter. Zack, 1 plus. Ja, der ist nicht der schnellste hier, aber der kommt auf jeden Fall gut durch den Matsch. So, da hinten. Ich glaube, hier so rechts rum. Sehr schön. Differential raus. Vorsichtig sein. Ja, mal wieder reinmachen. So, da haben wir doch schon unsere kurzen Stämme. Dann fahren wir da einfach mal seitlich vor. Ich habe noch knapp 100 Liter im Tank. Plumps. Halt. Noch mal ein Stückchen zurück. Sehr schön. So, das habe ich ja jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Den Crane wollen wir operaten. Ah, alles noch in Fleisch und Blut. Drehen, öffnen. Na, ein bisschen noch drüber. Mal gucken, wie viele ich hier überhaupt gleichzeitig laden kann. Wahrscheinlich ja nicht alle. Mal vorsichtig hochziehen. Achso, Moment mal. Werd noch mal kurz die Stabilisatoren hier ausfahren. So, jetzt nehme ich 3 auf einmal hier hoch. Okay, hoffen wir, dass das funktioniert. Schön vorsichtig. Oh, ein bisschen drehen. Ups, falsche Richtung. Und runter. Und runter, 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 runter. So sieht das doch sehr gut aus. Das passt schon mal. So, da holen wir uns den letzten noch. Passt das? Ja, das sieht gut aus. So. Ein bisschen weiter ran und den auch runterziehen. Halt. Runter, runter, runter. Loslassen. Und hoch. Okay, das heißt, den können wir jetzt, wir das nochmal lange drücken, ne? Jawohl. Und dann
Ready to pack. Zack, 3 Load Points. So, das ist doch mal ein Anblick hier. Nach so viel unerfreulichem Erkunden einen Lastwagen mit Holz befüllt zu sehen, das ist doch schon mal eine feine Sache. So, jetzt schauen wir aber mal. Ich werde nicht hier unten langfahren können. Der Blockpost ist geschlossen. Das sieht auch nicht so ganz ungefährlich aus, hier über dieses Gebirge zu fahren, also bis hierhin zu fahren und da irgendwie rüber zu fahren. Da bin ich auch nicht so überzeugt von. Das heißt, wir müssten eigentlich hier oben vielleicht übers Wasser fahren. Ja. Also, bevor ich da wieder ganz hoch fahre, wäre das eigentlich mein präferierter Weg. Okay, das heißt, ich würde mit dem... hier lang fahren, hier lang fahren, hier lang fahren, hier lang fahren. Und da bleibe ich dann erstmal stehen und betanke. Gut. Denn man los. Müsste mein Benzin ja eigentlich noch für reichen. So, Diff-Lock werde ich gleich wieder gebrauchen können. Das sieht hier ein bisschen gefährlich aus, links. Also schön in der Mitte halten. Ups. Ah, das macht er jetzt nicht in plus 1. So, jetzt können wir es aber nochmal probieren gleich. Jetzt. Jawohl. Jetzt hier lang. Oh, ich glaube, ich fahre hier mal ein bisschen langsamer. Also eins hat der Map-Designer auf jeden Fall geschafft, dass man hier doch ein bisschen... boah, Respekt vor den ganzen Pfützen und so weiter hat. Die doch dann schlagartig tief werden. Ja, genau das. Da habe ich zum Glück genau im richtigen Moment in die richtige Richtung gedreht. So, wir gucken mal. Ja, man kann hier geradeaus durch. Vielleicht. Moment, ich guck mal eben mir mal die Wassertiefen an. Ne. Denkste. Nee, da fahren wir hier schön links rum. Brav. Okay. Also. Starten wir den hier. Und dann betanken wir einmal schön. Der müsste ja hier direkt in der Nähe sein. Kann ich den schon sehen, den anderen Truck? Ja, da ist er doch. So, dann tanken wir den mal voll. Wunderbar, dann haben wir noch 464 Liter. Der hat nur Fuel, hat ein bisschen Damage. Der andere hat ja theoretisch noch Reparaturpunkte dabei, oder? Habe ich die verbraucht? Ah ne, die habe ich verbraucht für den UAZ. Okay, dann erübrigt sich auch die Frage, ob ich den noch repariere. Den Tankwagen. Dann... Junge. Das ist hier schon ziemlich unwegiges... unwegsames Gelände. So, mit einem vollen Tank geht's jetzt weiter. Ich setze mir jetzt erstmal noch ein paar Wegpunkte. Das heißt, wir wollen mal kurz, ich möchte hier den Fluss überqueren. Das heißt, wir setzen uns jetzt erstmal die Wegpunkte zum Fluss.
Na? So, Moment. Zack, 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 zack. Okay, ein bisschen kleinteilig. Aber Genauigkeit kann nicht schaden. So. Und Volldampf voraus. Sehr schön. So, halt, 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 halt. Hier schön vorsichtig fahren. Okay. Das ist gut gegangen. Differential wieder rein. Aber die haben es schon in sich, diese Wasserlöcher. Hier schön über die Hölzer brezeln. Moment, da ist nichts mit über die Hölzer brezeln. Setzen wir mal ein Stückchen zurück. Ich glaube, ich muss hier sowieso so halb links. Komm schon. Okay. So, Benzinverbrauch sieht gut aus. Mal knapp 40 Liter schon in die Luft geblasen. Schön aufpassen. Oh, das ist hier eine Brücke, naja. Aber jetzt hatte ich schon so viel Speed drauf. Oh, halbwegs vernünftig mitgenommen. Ja, ich glaube, das Differential kann ich mal wieder dazu schalten. So, dann hier durch. Da bleibt ein plus 1, sehr schön. Hier hoch. Ah, hier muss man schön dosiert fahren. Ich dachte, hier kommt eine Brücke. Halt, Differential raus. Oh, er bleibt sogar noch. Nee, ich hatte geschaltet. Komm aber gleich wieder in den plus 1. So, da sind wir doch schon, oder? Wunderbar. So. Eine erste echte Flussüberquerung auf dieser Map. Ja, so richtig seicht ist es hier nicht. Hm. Wie fahren wir denn hier? Also hier, denke ich, kann ich auf jeden Fall hinfahren. Ah, wahrscheinlich irgendwie so, würde ich sagen. Und dann sind wir... Was hat dieser C4320? Ah, okay, da oben ist der Blockpost closed. Und hier unten... Müsste irgendwie hier hinkommen. Da komme ich natürlich hin, wenn ich hier rumfahre. Alternativ könnte man natürlich irgendwie versuchen, durch dieses Wasser zu fahren, aber das ist auch ziemlich bergig hier. Das ist wahrscheinlich eher eine Schnapsidee. Nicht so einfach. Okay,
Wir überqueren jetzt erstmal den Fluss. Also, immer schön in die Mitte der roten Kreise fahren. Müsste das eigentlich machbar sein. Ein bisschen noch vor. Und dann hier rechts. Vorsichtig. Hier in die Mitte halten. Und jetzt links orientieren. Das sieht doch gut aus. Oh, die Strömung ist ein bisschen heftig. Ah, okay. Das ist doch gut gegangen. So. Gut, diesen Fluss hätten wir überquert. Wir haben fast die halbe Stunde voll. Ich glaube, an dieser Stelle werde ich mal das heutige Let's Play beenden. Ich mache noch mal einen kleinen Ausblick. Also, bis hierhin möchten wir kommen und sind oben lang gefahren, weil hier zu ist. Ah, ich meine, so ganz traue ich der Sache nicht. Wie sieht das denn hier direkt vor mir aus? Ah, das ist dieser Weg, wo man so sozusagen das Gefühl hat, man könnte da vielleicht durch den Fluss nach oben fahren. Das wäre natürlich eine Maßnahme. Aber will ich sowas gleich? Es sieht schon so ein bisschen so aus, als könnte man das wagen. Das Wasser sieht auch nicht so richtig tief aus. Na, da ist so eine Stelle, die ein bisschen tiefer ist. Ja, wie gesagt, also die Entscheidung, die werde ich beim nächsten Mal fällen. Ich tendiere eigentlich eher zur sicheren Variante, um hier nicht gleich wieder zwei zusätzliche Folgen aufnehmen zu müssen wegen der erneuten Rettungsaktion. Ja, ich sag erstmal vielen Dank bis hierhin. Vielleicht hat euch die heutige Sendung ja auch gefallen. Ja, würde mich freuen, ihr seid demnächst wieder dabei. Ich wünsche euch erstmal alles Gute. Bis dahin. Tschüss.